Von einer neuen Landesrätin gleich zur nächsten. Uli Meier wird Landesrätin für Wohnen und Sicherheit. Zwei der gefühlt wichtigsten Themen in Südtirol derzeit. Wohnen muss billiger werden und die Gewaltprävention muss ausgebaut werden. Aber wie? Das ist die Frage. Noch ist alles provisorisch, selbst das Türschild. Uli Meier muss sich erst einrichten und hat noch gar keine Mitarbeiter. Zudem ist das Landhaus 3 derzeit eine Landesräte-WG. Ich teile mir gerade mein Ressort mit Kollegin Amhof und Kollegen Mesner, denn deren Büros sind noch nicht ganz bezugsfertig. Die Mitarbeiter, die Sie gesehen haben, sind auch nicht meine, sondern vom Kollegen Mesner. Nach fast zwei Jahren ohne Landesrat im Haus haben wir jetzt 3. Meier muss ihr Ressort erst aufbauen. Die Erwartungshaltung der Bürger ist aber jetzt schon hoch. Sie bekomme täglich wahnsinnig viele Mails und Anrufe. Ich bekomme zum Beispiel mitgeteilt Einbrüche, mir schreiben Lehrer, dass der Matura-Ball stattfindet, ob ich mehr Carabinieri-Autos schicken kann, Fahrraddiebstähle. Also bei mir landet jetzt wirklich alles. Ich habe natürlich nicht die Weisungshoheit, dass ich jetzt mehr Polizeiautos schicken kann. Ansetzen will Meier auch bei der Jugendgewalt. Mir sagen ganz oft Polizeikräfte, die auf der Straße arbeiten, dass wir 14, 15, 16-Jährige haben, die wirklich lange Vorstrafenregister schon haben und immer wieder so quasi ein Auge zugedrückt wird bei der Jugendstaatsanwaltschaft. Die alte freiheitliche Forderung, Sozialleistungen für Zuwanderer zu streichen, will Meier so umsetzen. Dass es ein Gutscheinsystem gibt, dass wir nicht mehr primär Geldmittel zur Verfügung stellen wollten, sondern eben ein sogenanntes Voucher-System, das Gutscheinsystem, da unserer Meinung nach das auch ein gutes Mittel ist, um zu überprüfen, ob die Menschen überhaupt in Südtirol leben. Ein Wechselbad der Gefühle, so beschreibt die neue Landesrätin ihre derzeitige Gefühlslage. Auf der einen Seite natürlich bin ich angekommen, denn das merke ich einfach, wann jetzt mein Tag beginnt und wann er endet. Die Termine, die anstehen, es ist sehr viel derzeit auch an Information, an Kennenlernen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die tiefe Verbindung, die ich auch mit der Opposition habe. Den Wechsel von der Oppositionsbank, wo sie 20 Jahre lang saß, in die Regierung, den muss Meier erst verinnerlichen.